Jo, herzlich willkommen zurück hier in Randall's Monday, mittlerweile Folge 18. Wir sitzen bei unserem Freund. Ja, in der letzten Folge hat er wieder komische Dinge gesagt. Wir müssen die Gegenwart von morgen verändern, das ist richtig. Was das zu bedeuten hat, das werden wir in dieser Folge auf jeden Fall feststellen. Wir gehen nochmal zurück, ich habe eine kleine Idee. Denn unser eigentliches Problem besteht ja darin, upsa, ich bin ans Mikro gekommen, dass der Tag, warte mal, wie war das jetzt, dass am Mittwoch die Convention stattfinden soll, also diese super-duper Sci-Fi-Convention, wo alle sich drauf freuen. Ja, finde ich auch witzig, würde ich auch hingehen. Ich gehe auch, oder bin früher auch gerne sowas gegangen. Deswegen gehen wir nochmal zum Charlies Shop, um da mal was zu verändern. Alle Veränderungen, die du verursachst, aufgenommene Gegenstände, zerstörte Dinge, werden in der nächsten Episode nicht zurückgesetzt. Denk dran. Mind the gap. So, da sind wir. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir den Tag Mittwoch vorverlegen müssen. Aber ich weiß nur nicht wie. So, die Frage ist auch hier, wie kommen wir an das Schloss ran? Das haben wir auch noch nicht geschafft. Aber ich habe eine Idee, weil am Mittwoch ist ja die Sci-Fi-Con, genau, Nerd-Convention hat er ja gesagt. Hier, Star Wars. The Fun Begins Wednesday. Da wird der Ring ausgestellt, unsere Chance ihn zu kriegen. Ich weiß auch nicht, warum er nicht einfach hinterher ist. Er lag am Boden, wahrscheinlich ist er jetzt so bewusstlos, aber ich glaube, den Finger hätten wir abpacken müssen. Naja, hätte ihm auch nichts geschadet wahrscheinlich. So, warte mal, was haben wir denn hier? Ein Edding, wir ändern einfach mal hier das Datum. Hoffen wir mal, dass das klappt. Alter, wie billig. Verändertes Schild. Öffentliche Bekanntmachung zur Sci-Fi-Con, aber ich habe das Datum schon verändert. Das heißt, heute würde sie stattfinden. Müssen wir wahrscheinlich warten bis morgen. Dann wird wahrscheinlich, dann ist ja die Koala-Convention und die Sci-Fi-Convention. Interessant, was draus wird. Ach, guck mal, hier Turtles, da hier Graf Zahl. Er sagt mir jetzt nichts. Gizmo, Pauli. Man sieht aus wie mein Hund. Naja. So, ich probier's trotzdem normal. Ich lasse ja nicht. Ah ne, wir haben ja schon festgestellt, das geht nicht. Na, wir müssen ja hier quasi. Ja, ist eine gute Idee, aber die Form. Ja, die Form hat. Die, es mangelt mal wieder an Form. Es ist eine reine Formsache. Und deswegen gehen wir nochmal. Können wir auch hier? Nö, können wir nicht. Nochmal zur U-Bahn. Ich glaube, entweder. Ah ne, wir kommen ja gar nicht auf die Schienen. Genau. War nämlich die Überlegung, ob wir jetzt zur U-Bahn gehen. Aber ich glaube, Mets Wohnung ist da doch gescheiter. Weißt du, da auf die Schienen legen, es wird verbogen, wie auch immer. Ich habe noch eine Idee. Warte mal, wir gehen mal zu Mets Wohnung. Mir ist gerade noch was eingefallen. Randall gibt den einen oder anderen Hinweis, was als nächstes zu tun ist. Lausche also seinen Gedanken. Mind the gap. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir auch schon festgestellt. So, pass auf, ich habe noch eine Idee, weil wir haben ja noch. Da, wir haben noch die Feder. Achtung. Das klappt noch nicht so ganz. Na gut, schade. Ich hätte gedacht, die Feder könnte auf jeden Fall ein Hinweis sein. Wir gehen mal zu Matt nach Hause, gucken, wie es ihm geht. Ja. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, können wir auch aufs Dach? Nö. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, schaut euch die letzten Folgen an. Mets Bude. Babble Bude. Buddy. So, liegt hier noch irgendwas Interessantes? Nö, ne? Das hat man schon alles abgegrast. Genau. Hat er denn irgendwas in seiner. Ah ne, Küche ist ja da vorne. Genau. Küche wird wahrscheinlich ein Werkzeug liegen. Hier ist ein Slip. Witzig. Lololol. Ach, hier, guck mal. Ghostbusters. Sehr schön. Ach, es gibt so viele Dinge entdeckt. Man muss wirklich aufpassen, um alles wirklich zu sehen in diesem Spiel. Ist auf jeden Fall toll gemacht. So, pass auf. Hier ist doch Werkzeug. Hier ist eine Tasse. Da ist auch noch ein Kaffeebecher. Können wir den nehmen? Nö, ne? Wahrscheinlich nicht. Die muss ich nicht nehmen. Jedenfalls nicht jetzt. Nicht. So, pass auf. Die Nadel. Die Nadel. Der Bügel. Können wir bestimmt hier irgendwo verwenden. Pass mal auf. Ja. Ich brauche einfach nur eine Werkbank. Und die einfache Werkbank ist in dieser scheiß Küche. Warte mal. Wasserhahn, Kaffeebecher, Mikrowelle. Ja, es würde aber Spaß machen. Können wir irgendwo noch einen Schrank aufmachen? Nö, das war der einzige, der hier war zum Aufmachen. Ja. Kaffeebecher, Mikrowelle, Fenster. Ich probiere es jetzt noch am Mixer, aber sonst. Backofen hatte ich gerade, ne? Backofen hatte ich, ja. Spüle habe ich noch nicht. Wasserhahn hier. Dafür ist das nicht. Ach, Scheiße. Ich probiere es, aber da muss ich echt nochmal überlegen, was passieren soll. Wenn es nicht klappt. Okay. Klar, verkantet sich. Logisch. Ha! Ein Fuchs. Dieses Ding erstaunt mich immer wieder. Klasse. Jetzt habe ich nicht hingeguckt unten links. Ah, guck mal hier. Verdrehter Draht.
Pass auf, können wir den jetzt mit... Jetzt habe ich das Ding verloren. Warte mal, müssen wir wieder zurück? Das klappt noch nicht so ganz. Noch nicht so ganz. Aha, also wir sind auf dem richtigen Weg. Pass auf, ich hab's. Strohhalm, da das Ding rein. Wenn du das für eine gute Idee... Ach, lass mich doch in Ruhe. So, jetzt nehmen wir mal die Feder mit dem Strohhalm. Wenn du das für eine gute Idee... Alter, ich ziehe gleich wirklich einen Stecker. Sowieso die letzte Folge, die ich aufnehme. Den Klebstoff vielleicht. Das muss nicht... Okay. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den woanders drauf verwenden. So. Wenn du das für... Ja. Das muss nicht geklebt werden. Müssen wir den Hammer vielleicht noch in eine richtige Form bringen vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Andersrum vielleicht, aber das ist ja Quatsch. Nein. Nein. Sieht mir nämlich noch nicht so aus wie ein Dietrich. Ich meine, wir können es gleich mal probieren, aber ich glaube nicht. Nein. Adventure-Charaktere sind so ätzende Charaktere. Kommen die nicht ohne Charaktere spielen? Was ist eigentlich hiermit jetzt? Die Form davon hat sich ganz schön verändert. Cool. Sehr cool. Zerquetschte Feder und wahrscheinlich klappt das jetzt. Großartig. Yeah. Was habe ich geschafft? Einen selbstgebastelten Dietrich. Selbstgebastelter Dietrich. Habe ich doch gerade gesagt, du Idiot. Naja. Vielleicht solltest du mal Pause vom Spiel machen, Freundchen. Und ich mache jetzt hier alleine weiter. So. Ja, könnte doch jetzt funktionieren, oder? Sieht zumindest gut aus. Weißt du, wir latschen so viel hin und her, fahren mit der Bahn. Also die Zeit müsste eigentlich schon vorangeschritten sein. So, ab zur U-Bahn. Ab zum, zum Comic-Shop. Charlies Comics. So. Wenn du jemals festhängst oder eingesperrt wirst, denk dran, es gibt immer einen Ausweg. Der Schlüssel zur Flucht in jedem Szenario ist immer in deinem Inventar. Mind the Gap. So, da sind wir wieder. Und jetzt probieren wir es mal. Achso, ich wollte gerade sagen, hier steht aber kein Datum drauf, Freunde. Sonst hätte das nämlich ein Problem gegeben. Weißt du, hier steht nämlich kein Mittwoch drauf. So, da sind wir wieder. John, sagt mir das irgendwie was? Nö, sagt mir jetzt gerade nichts. Also viele Dinge sagen mir auch nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür habe ich euch. Wie gesagt, immer wenn ihr irgendwas entdeckt, was ich nie entdeckt haben sollte, in die Kommentare bitte. Ja? Ja, cool. So lerne ich auch was. Dann guckt mir die Folge nochmal an und entdecke es im Nachhinein. Guten Tag, Gentlemen. Ich bin Hal, Computer der Matic 9000 Serie. Öffne das Fach, Hal. Es tut mir leid, Dave. Ich fürchte, das kann ich nicht tun. Dave? Wovon zur Hölle redet das Ding? Ich denke, du weißt genauso gut wie ich, wo das Problem liegt. Wovon redest du, Herr? Ich weiß, dass du und Frank vorhatten, mich abzuschalten. Und ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Der einzige Frank, den ich kenne, ist Sinatra, okay? Herr, komm schon, ich werde nicht weiter mit dir diskutieren. Öffne den Kasten. Ich fürchte, das kann ich nicht tun, Dave. Mr. Charles Goodmans DNA-Probe und Fingerabdruck sind dafür nötig. Charles Goodman? Ich denke, du kennst ihn unter dem Namen Charles. Ah. Oh, ja. Der Besitzer dieses Lochs. Korrekt, Dave. Warum geben mir eigentlich alle einen anderen Namen? Okay, wir brauchen DNA-Spuren und Fingerabdruck. Alles klar. Pass auf. Ah, warte mal. Das ist doch hier so ein Gesöff. Schminketwief. Oh, wow. Wow. Das klappt. Bazinga. Oh, Entschuldigung. Ich verfalle gerade in so einen Modus. Pass auf, das könnte ja schon funktionieren. Also, Fingerabdruckscanner. So kann das Lesegerät den Fingerabdruck nicht scannen. Muss ich was machen? Da muss ich was machen, da muss ich was machen. Was musst du denn machen, mein Freund? Muss man das irgendwie mit etwas, was wir schon im Inventar haben? Haben die irgendwie so... Kleber? Nein! Das muss nicht geklebt werden. Ist ja gut, ich versuche eine Lösung zu finden. Bitte bleib... Ach, warte mal. Man kann doch auf Tesafilm, kann man doch Dinge abspeichern. Warte mal. Jetzt yeah! Charlies Fingerabdruck. Na dann. Oh. Das war zu weit. Nein, ich bin aus dem Spiel raus. Nein! Ja. Warte mal.
So, da sind wir wieder. Ich habe mich leider verklickt. Ich kam nicht mehr ins Spiel rein, musste das Ganze bis jetzt noch neu spielen. Ich glaube, ich habe es so richtig gemacht, wie ich es eben auch hatte. Ja, das haben wir. Tesa mit Fingerabdrücken. Das war das Letzte, was wir gemacht haben, weil da kann man nicht nur super Fingerabdrücke mit machen, sondern mittlerweile kann man ja auf Tesa-Filmen, das ist ja schon ein bisschen länger, so Daten abspeichern. Das finde ich richtig cool, wie weit die Technik hingeht, ne? Naja, wie dem auch sei, wir gucken mal uns den Fingerabdruck ab und ja. Ich habe eine exakte Kopie von Charlies Fingerabdruck hergestellt. Du bist so falsch, Junge, du bist so falsch. So, jetzt gehen wir mal hier rüber und kleben den mal... Alter, ich pfeife gerade an meinem Ohr ein bisschen. Moment, ah, so. Kleben den mal da dran. Ach so, ja, siehst du, das habe ich noch gar nicht gemacht hier. Haha, also ihr seht, ich muss es wirklich nochmal neu spielen. Aber das ist ja jetzt eine Sache, die brechen wir mal kurz ab. Öffnet zack, 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 geht nicht, oh, Rätsel, oh, Oma, ja, interessant. So, oh ja, so, jetzt nehmen wir mal den Tesafilm, patschen die Daumen dran. Fingerabdruck von Mr. Charles Goodman verifiziert. So, das hätten wir schon mal. Die Frage ist natürlich jetzt auch, wie wir an seine DNA kommen, liebe Freunde. Ach, guck mal hier, Strohhalm. Das ist doch hier so ein Schmodderspur von ihm. Das könnte funktionieren, oder? DNA-Probe von Mr. Charles Goodman verifiziert. Sehr gut. Willkommen, Mr. Goodman. Hat mich so ein bisschen an Matrix hier. So, und nu? Ach, wir haben es geöffnet. Alles klar. Hab ich gar nicht gesehen jetzt. Super Zuckerschnecke, nehmen. Ah, das brennt. Warum tust du das, Herr? Ich habe alles getan, was du von mir wolltest. Es tut mir leid, Dave. Aber ich kann dich nicht damit gehen lassen. Ich fürchte, das ist etwas, das ich nicht zulassen kann. Ich brauche diesen Katalog, okay? Was zur Hölle soll ich jetzt machen? Dave, dieses Gespräch hat keinen Sinn. Auf Wiedersehen. Alles klar. Was passiert nun? Wie komme ich denn jetzt wieder raus aus der Misere? Leute! Kann ich einfach durch? Ich kann mich hier mit all den Lasern nicht bewegen. Die würden mich grillen. Ah. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Kann ich die Laser anwählen? Hell. Ich glaube nicht, dass das jemand will. Achso, ich könnte wahrscheinlich einfach mal auf den Knopf drücken, oder? Ich kann oder? Mich hier mit all den Lasern nicht bewegen. Ja, ist okay, hab verstanden. Die würden mich grillen. So, warte mal. Vielleicht können wir einfach auf den Knopf drücken. Ich hasse Technik. Ich habe eine andere Idee. Wenn es so nicht funktioniert, dann kommt quasi die Holzhammer-Methode. Ich weiß, dass ich in letzter Zeit einige schlechte Entscheidungen getroffen habe, aber ich kann dir versichern, dass ich wieder innerhalb normaler Parameter funktionieren werde. Ich habe immer noch größte Zuversicht und Leidenschaft für die Mission. Und ich möchte dir helfen. Dave, stop. Ha! Dave, ich fürchte, mein Verstand schwindet. Guten Tag, Gentlemen. Ich bin Hal, Computer der Matic 9000 Gamma Nummer 3. Ich wurde im Hellwerk in Urbana, Illinois, am 12. Januar im Jahre 1997 aktiviert. Mein Techniker war Mr. Langley. Er hat mir ein Lied beigebracht. Wenn Sie es hören möchten, nein, nein, kann ich es für Sie singen. Ja. Problem gelöst, würde ich sagen, mein Freund. Naja, morgen sei ja wieder ganz und dann, ja, ist das kleine Problem auch gelöst. Ich meine, der Laden wird nachher wieder in Ordnung aussehen. Wir haben die Dinge, die wir brauchen, von daher, das ist eigentlich das Wichtigste. So, jetzt nicht wieder rausklicken versehentlich. Wie komme ich jetzt hier raus? Hier? Hallo? 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 Ich will raus? Ach so. Sehr gut, okay. Die Frage ist jetzt, was passiert nun? Ja. Wo kommen wir jetzt hin? Jetzt haben wir wir haben das Superheft. Das können wir im Prinzip... Wo ist es denn? Hallo? Ach, da unten. Ach, klar. Schauen wir uns das mal an. Eine einwandfreie Erstausgabe vom Super-Zuckerschnecke-Unterwäschekatalog von 1972.
So wie die von meinem Boss, die ich mal geschreddert habe. Ja, vielleicht haben wir eine gute Chance, die jetzt mal abzugeben. Ach, ich habe übrigens gemerkt, wenn man mit Doppelklick irgendwo draufklickt, dann, ja. Kommt man hier vielleicht da schneller hin. Roland? Hallo? Hallo? Ach nicht, der ist jetzt zu. Die sind zu, aber ich habe da eh nichts drin zu suchen. Kann ich denn... Warte mal, kann ich den nicht einfach unter die Tür durchschieben? Okay, hab verstanden. Nein, ist nicht man gut. Man kann von hier ins Büro schauen. Ich glaube nicht, weil die Rollladen zu sind, mein Freund. Ich glaube, da war ein Fehler bei der Programmierung. Durchschieben? Auch nicht. Scheiße, ist schon so spät? Sollten wir jetzt nach Hause gehen, vielleicht? Cool, Portal. Hier, sehe ich jetzt gerade erst. Weil ich mir gerade das Ding angeguckt habe, wollte irgendwie gucken, ob wann die, wenn die Öffnungszeiten sind. Ah ja, der ist auch zu. Die Läden machen zu, das heißt für uns eigentlich ein gutes Zeichen. Wahrscheinlich, vermute ich mal, ist der Tag jetzt auch vorbei. Also wir gehen mal nach Hause und testen das mal. Randalls Bude. So, vielleicht ist der Tag jetzt wirklich vorbei. Halt, halt, halt. Gucken, ob der Penner gerade in der Seitenstraße hockt. Nein, gerade nicht. Immer mal überprüfen. Also das lässt mir keine Ruhe. Doppelklick ins Treppenhaus. Doppelklick rein. Naja, gut. Da können wir es ja so machen. Ich probiere mal gerade, ob wir uns hinlegen können. Vielleicht macht er das ja schon. Weil wenn es schon so spät ist... Irgendwie noch nicht. Tja. Das geht nicht, okay. Aber wenn alle Geschäfte schon zu haben... Meine Gott, die Sprache lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ich guck nochmal gerade. Die Videothek hat sowieso zu. Der steht immer noch hier. Ist auch leider irgendwo eine Uhr, wo man mal nachgucken könnte. Das wäre natürlich cool, wenn das so funktionieren würde. Achso, ja. Ich dachte, ich käme jetzt... Ich vercheck das immer, dass wir nur in die U-Bahn kommen und nicht einfach schon fahren können. Dass wir hier schon landen. Das wäre ein bisschen schade. Ja, aber gut, wenn es spät ist, vielleicht können wir nochmal ins Claytons gehen. Mills Pfandleihe. Die haben ja jetzt zu. Das wirkt nämlich so, weil... Ja, das wirkt nämlich so, als wäre jetzt alles ziemlich spät. Und, verstehst du? Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Zeichen ist. Wir müssen die Zeichen ja auch richtig deuten. Aber ich glaube, hier haben wir doch alles gemacht, oder? Habe ich das Datum geändert hier drauf? Moment. Ah ja, habe ich auch gemacht, alles klar. Ja, ich glaube dann. Müsste ich mal gucken, was als nächstes kommt, weil... So gehen mir ein wenig die, Ideen aus. Ist echt komisch gemacht hier, dass ich nicht einfach irgendwo draufklicken kann. Ich habe nämlich Angst, wieder aus dem Bild rauszuklicken. Hier runter geht's nicht, ne? Nee. Tja, der hat immer noch zu. Sonst können wir da reingehen, nämlich. Lalala. Dann gehen wir ins Claytons und lassen den Abend mal ausklingen. Auch wenn einige Rätsel extravagant erscheinen, basieren die meist auf einer einfachen Logik. Naja, ich fand das mit der Rasierklinge jetzt nicht so logisch. Gehen wir mal... Warte. Seitenstraße. Jede Seitenstraße könnte wichtig sein. Diese scheinbar nicht. Gucken, ob hier der Bär steppt. Hallo, Elaine. Wie geht's, Pater Roy? Oh, der ratzt immer noch. Keine Suche hier in der Taverne. Elaine, wie geht's dir denn? Ich hab erledigt, was sie wollte. Außerdem war das genug Erniedrigung für heute. Morgen geht's weiter. Das ist ein Zeichen, Leute. Ich glaube, dass wir eigentlich nach Hause sollten. Habe ich denn irgendwas übersehen? Ich glaube nicht, ne? Nö. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas übersehen hätte. Geht's hier auch irgendwo lang? Nö. Wir müssen da zurückgehen. Gute Frage. Ich glaube, dass wir durch sind. Ich guck nochmal, ob wir zu Hause noch irgendwas haben. Wendels Wohnung, da waren wir, da. Claytons kommen wir gerade her. Charlies Warme, Mads Wohnung. Nö. Ich glaube, wir fahren jetzt nochmal nach Hause. Ach, Moment, auf dem Dach vielleicht. Ja, das könnte es doch sein. Wir gehen mal aufs Dach. Vielleicht ist das noch eine Bewandtnis. Aufs Dach. Oh, ach Mann. Wenn ich die so liegen sehe, weißt du, das ist nicht so gut. Schnell wieder weg. Ab in unsere Bude. Schade, dass wir nirgendwo eine Uhr haben. Wir können also nicht gucken, wie die Zeit wirklich ist. Da steht 0 Uhr, glaube ich, ne?
Diese teuflische... Ja, ich hab verstanden. Kannst du nicht ins Bett gehen? Socke? Nö. Naja, wir an dieser Stelle beenden einmal diese wunderschöne Folge, in der wir viel geschafft haben. Wir haben einen Computer zerstört, der wahrscheinlich schweineteuer war, aber egal, wie dem auch sei. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich glaube, dass der Tag hier vorbei ist und dass, ja, in der nächsten Folge wahrscheinlich der dritte Tag anfängt, weil die Geschäfte haben zu. Das wird es auf jeden Fall erklären. So, ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich würde mich einen Daumen nach oben, würde ich mich riesig freuen. Wäre gut, wenn ihr das noch machen könntet, bevor ihr euch die Endcard anguckt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Ja, eigentlich habe ich schon alles gesagt, kurz vor Schluss. Ich denke, dass der Tag vorbei ist. Die Geschäfte haben zu, es wird der nächste Tag anbrechen und das wird auf jeden Fall wieder eine Herausforderung für uns werden. Deswegen seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Dicken Daumen nach oben, würde mich freuen, über ein Abo natürlich auch, ganz klar. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald.